Ich habe mal dieses Bild rausgekramt. Das war mal Anfang März nach einem milden Winter. Grüße Sie und grüße euch zu den aktuellen pauschalen 16-Tage-Trends. Wir wollen uns ansehen, wie es weitergehen wird. Und das kann ich schon mal vorweg sagen, es wird eine neue Stufe gezündet. Und zwar ab Aschermittwoch. Da ist ja bekanntermaßen alles vorbei, auch das extrem milde Wetter. Es wird zwar mild weitergehen, geht aber runter mit den Temperaturen. Wir werden vor allen Dingen Höhenkaltluft bekommen. Und da ist ziemlich viel Musik drin mit Regen, Schnee, Graupelschauern und Gewittern und vor allen Dingen wie hier für den Norden permanent Niederschläge. Es wird sehr nass weitergehen, im Norden mit leicht unterdurchschnittlichen Temperaturen zum Start dann in den März und auch Ende Februar, allerdings in 1500 Meter Höhe. Das die rote Linie zeigt die Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe und die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen und die einzelnen Modellberechnungen sind in Bund. Im Süden ist es tendenziell ein bisschen wärmer. Hier haben wir fast durchgehend überdurchschnittliche Temperaturen und auch ziemlich viel Niederschläge. Es wird sehr nass weitergehen. Der Februar endet sicherlich mit einem Niederschlagsoll von mehr als 200%. Das ist eine ganze Menge. Es gibt auch eine Wetteränderung auf der Alpen-Südseite. Wir sehen hier noch den Wärmeberg mit trockener Witterung und dann wird es auch hier bei durchschnittlichen Temperaturen immer wieder zu Niederschlägen kommen. Natürlich unten in Meran und Bozen alles als Regen, aber in den Bergen wird es doch ziemlich viel Schnee geben mit ein paar Ausreißern nach oben und nach unten. Und diese Ausreißer schauen wir uns mal an und zwar hier im Beispiel Süden. Da gibt es die plus 10 Grad Isotherme und die minus 10 Grad Isotherme. Die meisten befinden sich doch eher leicht oben und wir schauen uns jetzt mal die einzelnen an und zwar erst den Mittellauf, dann den warmen, dann den kalten. Das Mittel für den 8. März von der Großwetterlage sieht so aus. Wir haben das Hoch draußen auf dem Atlantik mit einem Hoch über dem Kontinent. Tiefs nach wie vor dort, wo sie seit Wochen liegen, mit einer westlichen Strömung, wo mal milde, mal kältere Luft mit eingebunden wird und einer Delle Richtung Mitteleuropa bei uns. Die ist also ein bisschen weiter im Süden als noch in den vergangenen Wochen. Das heißt, es wird ein Tacken kälter sein, eher allerdings nasskalt. Und zwischendurch mischt auch mal ein Tief mit und mit diesem Tief kommt dann deutlich kältere Luft zu uns, dass es auch mal im Flachland nassen Schnee geben kann, aber keinen nachhaltigen Wintereinbruch. Der mildeste Lauf zeigt das hin und her übrigens. Kalt, warm, kalt, warm. Und wir wären dann mal ganz, ganz kurz auf der Tiefvorderseite am Rande eines Hochs mit sehr milder Luft wäre rasch wieder weg. Und der kälteste Lauf, das ist aber mehr oder weniger ein Einzelgänger, zeigt dann hier eine Kaltluftschüssel über Südosteuropa mit der Kälte über Mitteleuropa. Das wäre, wenn das so kommen würde, auch nochmal fürs Flachland spätwinterlich mit Schnee und zum Teil mit Dauerfrost. Das ist allerdings eher die Ausnahme und das wahrscheinlich die Regel.